Das war jetzt nicht echt aufgenommen, ne? Sondern das seht ihr so nicht. Ihr seht es später so. Ja. Übrigens, was ich manchmal vergesse dabei ist, ich wollte eigentlich dieses Bild noch zeigen. Wahrscheinlich werde ich dieses Bild zeigen in dem Video, weil das ist ein sehr schönes Bild, denn die Bergmannskapelle hat damals gespielt, da war der Schacht noch auf, ganz kurz bevor der Schacht zugemacht hat, zum 75-Jährigen. Aber manchmal passiert mir das, dass ich beim Filmchen einfach was vergesse und in der Regel drehe ich nur einmal. Ja? Ich mache da nicht fünfmal und das soll noch besser sein. Dafür habe ich gar keine Zeit. Ja? Und ich denke auch, das ist so okay. Ja? Das geht mir übrigens ganz genauso. Alles klar. Manchmal und meine Frau vergesse ich auch Dinge. Ja? Meine Frau moppert jetzt auch immer, das ist so, man kann zurzeit nicht zum Friseur. Und das Schöne an den Filmchen ist, ihr könnt ja später die Filme, also selbst wenn ihr selber mal Kinder bekommt, könnt ihr die Filme immer gucken. Ja? Ihr könnt im Unterricht, wenn ihr im Sachunterricht über Schule früher spricht, kann man sich das beliebig oft angucken. Und es ist sozusagen wie ein Buch, nur gefilmt. Na? Und wahrscheinlich werden die Leute irgendwann fragen, warum hatte der Stoiber immer so strubbelige Haare? Und das kann man dann gut erklären, Kilian. Warum war das so? Corona-Krise. Das war in der Corona-Krise. Anders ging es nicht. Und genau, und da waren dann die Haare strubbelig. Ne? Ich habe übrigens so einen kleinen Spickzettel immer, damit ich, ne? Da habe ich mir in Kurzform aufgeschrieben, welche Gegenstände ich nehme. Und den Text spreche ich einfach so live rein. Ja? Dann würde ich gerne jetzt an dieser Stelle mit Ihnen ein Interview führen. Mhm. Ist das okay? Das ist okay. Gut. Herr Stoiber, 100 Filme, das ist eine ziemliche Herausforderung. Ne? Mhm. Kriegen Sie das hin? Ja, zwischendurch habe ich am Anfang kurz gezweifelt, ob ich das hinkriege. Vor allen Dingen, weil ich ja den Anspruch habe, es sollen 100 Filme sein, die alle von der Qualität her irgendwie den Kindern etwas vermitteln, was sie nicht kennen. Und da 100 verschiedene Filmchen und Themen zu finden, ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen, weil ich mich bemühe, unterschiedliche Interessen mittlerweile gerecht zu werden, sowohl den Interessen der ganz Jungen, nämlich meiner Schulkinder jetzt, aber auch den Schülern und Schülerinnen, die in diesen 100 Jahren bei uns zur Schule gegangen sind, weil ich weiß, dass mittlerweile auch viele Ältere die Filme gucken. Das hat aber dazu geführt, dass ich jetzt auch viele Anregungen bekomme und insofern bin ich guten Mutes. Ich werde irgendwann am Ende, glaube ich, entscheiden müssen, welches sind die letzten 10 Filme. Dann habe ich 20 Themen. Was schwebt Ihnen alles noch vor? Beispiele? Ja, ich habe ungefähr auf Halde bereits so 25 Filmchen schon abgedreht. Einfach um mich selber nicht in fürchterlichen Stress zu bringen, weil unsere Schule in einer aufwendigen Bauvorbereitung ist. Und ich weiß nicht, was alles Corona-mäßig noch auf mich zukommt und vor allen Dingen die Festivitäten müssen ja auch vorbereitet werden und es sind die letzten Wochen jetzt für mich. Also ich gehe im Sommer in Ruhestand und muss auch die Übergabe regeln. Das heißt, es kommt vieles auf mich eingeprasselt und insofern mache ich auf Halde. Was habe ich für Themen abgedreht? Jetzt muss ich ein klein bisschen überlegen. Es wird viel noch über Schrift gehen. Ich werde etwas über Füller, Patronenfüller, die Schriftarten den Kindern zeigen. Es wird übers Lesen lernen noch einiges geben. Es werden auch viele neue Themen mit dazukommen. Also Themen wie, wann war der Zirkus zum ersten Mal bei uns? Oder in dieser Woche aktuell, wie haben wir an der Schule Karneval gefeiert? Weil das ein aktuelles Thema jetzt ist. Oder seit wann gibt es den offenen Ganztag bei uns? Ein Filmchen wird sich damit befassen, als wir einmal in der Tagesschau waren. Das sind Themen, ja, 2005 war das gewesen, waren wir in der Tagesschau, war
die Bundesbildungsministerin bei uns zu Besuch. Und das ist noch nicht irre lange her, aber auch 20 Jahre gehören schon zur Schulgeschichte. Und insofern versuche ich, möglichst jedes Jahrzehnt irgendwie abzudecken, wobei für mich selber schon die älteren Sachen interessanter sind, weil über die lerne ich selber dabei. Ich wechsle mal einmal die Positionen, damit hinter den Filmen nicht alles langweilig aus derselben wird. Einstellung passiert. Wie sind Sie drauf gekommen? Ja, gekommen bin ich drauf, dass ich gedacht habe, jetzt fängt das Kalenderjahr an. Das ist das letzte halbe Jahr für mich selber auch hier in der Schule. Und jetzt muss man dieses Thema irgendwie in die Schulgemeinde reinbringen. Und der klassische Weg wäre gewesen, man unterhält sich im Lehrerkollegium, in der Konferenz drüber, man sammelt Ideen, machen wir eine Art Projektwoche, wie wir das wann im Unterricht eingebettet und so weiter. Und ich habe Anfang Januar kommen sehen, dass Corona uns noch lange beschäftigen wird. Das heißt, ich habe gesucht nach einem Format, wie es schon jetzt in dieser Zeit durchsickert sozusagen in die Schulgemeinde. Und es ging mir vor allen Dingen um ein Format, wo ich gedacht habe, ich möchte das Thema nicht zu sehr verschulen. Das heißt, ich möchte Lust darauf machen, sich mit der Geschichte dieser Schule zu befassen, um möglichst die Generationen zusammenzuführen. Und das heißt, ich habe also nicht den Kindern jeden Tag fest die Aufgabe gegeben, ihr müsst unbedingt, sondern mein Anspruch war, mach es so interessant, dass sich das rumspricht und die Kinder sagen, ja, das wird zur Gewohnheit, ich guck mal wieder. Klappt das? Ja, ich glaube, das klappt insgesamt ganz gut. Ich kriege manchmal Rückmeldungen. Gestern war ganz witzig, rief mich ein Schulleiter an, ein befreundeter Schulleiter hier in Duisburg, der gar nichts mit unserer Schule zu tun hat. Und der bedankte sich bei mir, weil er per Zufall darauf gestoßen war und sagte, es war eine vergnügliche Kochstunde, wo ich mir ein Video nach dem anderen angeguckt habe. Und solche Rückmeldungen kriege ich von Erwachsenen viel. Und dann gibt es Rückmeldungen, die ich jetzt eben über Mail in der Regel kriege, auf die ich übrigens antworte. Also auch, wenn Kinder mir eine Mail schicken und sei es nur eine kleine an der Stelle, hab das und das geguckt, gibt es zumindest eine Rückmeldung. Dankeschön, dass du das gemacht hast. So, ne? Mehr Zeit habe ich nicht. Und ich habe schon den Eindruck, dass das fast besser klappt, als ich vermutet habe. Ja? Über die Rückmeldung wollten wir jetzt nochmal separat sprechen. Mhm. Haben Sie da Dinge vorbereitet oder mitgebracht? Ich hatte Ihnen einige Mails geschickt, mhm. als ja. Ausschnitt darüber, was mir Kinder, Familien oder so, aber darüber kann ich erzählen. Ne? Mhm. Gut, dann würde ich nochmal das Setting etwas ändern. Ja, was bekommen Sie an Rückmeldungen? Völlig unterschiedlich. Es gibt Rückmeldungen, die sind sehr persönlich. Also beispielsweise am vergangenen Freitag besucht mich eine betagte Dame, etwas über 80 Jahre, und ist hellauf begeistert, bringt mir Materialien mit von früher, die sie organisiert hat, weil sie ihre Schwestern gefragt hat. Und sie ist eben über eine Beschäftigte, die bei uns arbeitet, drauf gekommen. Also gibt mir ein Feedback persönlich. Dann habe ich, als es losging, beispielsweise Feedbacks bekommen. Ich denke jetzt gerade mal an eine türkischstämmige Familie im ersten, zweiten Schuljahr. Vielen Dank. Ganze Familie sitzt zusammen. Bei türkischen Familien sind das meistens mehr Kinder. Und guckt die Filme. Dann gibt es einzelne Rückmeldungen von einzelnen Kindern per Mail, die kommen. Und dann kriege ich manchmal Rückmeldungen über die Kinder in der Notbetreuung oder die Kollegen, die in der Notbetreuung eingesetzt sind, weil ich einfach als Anregung gegeben habe, wenn ihr, wir haben ungefähr 65 Kinder in der Notbetreuung,
Wenn ihr den Vormittag mit den Kindern verbringt, dann baut das doch mit ein. Die technischen Möglichkeiten bestehen. Also insofern gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten von ganz direkten Rückmeldungen bis über Mailverkehr. Sie kriegen Rückmeldungen auch aus der Ferne, ne? Ich kriege Rückmeldungen aus der Ferne, ja. Also ganz treu meldet sich immer jemand aus Hessen, fast täglich, ja, wo ich dann Mühe habe, immer auch eine Rückmeldung direkt zu geben. Und es ist ein ehemaliger Schüler von uns, der knapp 80 Jahre ist und hier zur Schule gegangen ist und mir zurückspiegelt. Das hat bei mir was ausgelöst, mich mit meiner eigenen Geschichte nochmal zu befassen. Denn es handelte sich bei dieser Generation um viele Familien, die in den sogenannten Nissenhütten hier in Vierlinden gewohnt haben. Und darunter kann man sich vorstellen, eine Blechhütte ohne Heizung, bei diesen Temperaturen heute mit Eisblumen am Fenster und im Sommer unerträglich heiß. Und das heißt, es gibt Ältere, da so treue ehemalige Schüler, die ja sehr regelmäßig Kontakt mit mir halten. Innen drin nochmal eben gerade den Bildausschnitt. Was hat Ihnen selbst diese Auseinandersetzung mit 100 Jahren Fennbruchschule gebracht? Ja, es ist ein Stück Blick auf die eigene Geschichte. Ja, immerhin bin ich seit jetzt fast 40 Jahren hier an der Schule und das ist, wenn man so will, zwei Drittel meines Lebens. Und davon sind fast 25 Jahre Schulleitung gewesen. Aber ich habe auch eine sehr schöne Zeit als Junglehrer hier gehabt. War nur eine kurze Zeit mal weg als Konrektor. Und insofern ist dieses, ja, da endet, wenn man so will, ein Lebensprojekt. Sie haben, ich wechsle nochmal eben. Bleiben Sie ruhig sitzen. Ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war von vornherein die Idee, dass diese Videos nicht für sich alleine stehen sollten, sondern dass Sie die auch in irgendeiner Form ja, in diesen im Moment etwas außergewöhnlichen Schulalltag einbauen wollten. Wie war das gedacht? Ja, es war gedacht als Impuls im Grunde erstmal an die Lehrkräfte, das in irgendeiner Form aufzugreifen für den Unterricht. Was zurzeit gerade geschieht, also in dem so ein kleines Quiz entsteht über Schnellumfrage, digital und ähnliches. Es war gedacht, dass die Videos selber genügend Stoff hergeben als Unterricht, dass sozusagen allein das Anschauen schon für die Kinder Unterricht in anderer Form ist, wenn man so will. Es war gedacht, dass man die Eltern mit ins Boot nimmt, denn wenn Kinder sich mit Eltern auseinandersetzen, also aktiv etwas zu dem Thema tun, dann bleibt sowas natürlich ganz anders haften, wenn die Kinder so einen emotionalen Bezug zu einem Thema haben. Und gedacht war es auch ein klein bisschen, wenn man so will, als ein Staffelübergabe und ein Beitrag zur Geschichte der Schule, der in den Folgejahren immer im Unterricht gut genutzt werden kann. Und insofern habe ich mir schon vorgestellt, dass es nicht nur jetzt die Kinder beschäftigen soll während der Corona-Pandemie, sondern für die Schule ein gesprochenes Buch ist, wenn Sie so wollen. Wir haben jetzt heute hier gesehen, wie es im Unterricht aufgegriffen wird, das Schreiben auf der Schiefertafel. War das etwas, was Sie so von der vom Konzept, von der Idee her auch so von vornherein mitgedacht haben?
Ja, im Prinzip eigentlich schon, weil als wir das 75-jährige Jubiläum gefeiert haben des Schulgebäudes, wir haben 5 Jahre vorher übrigens geprobt, das 70-jährige haben wir auch gefeiert, da haben wir solche Settings gemacht im Unterricht. Das heißt, wir haben eine Projektwoche gemacht, wo die Kinder aussuchen konnten, ich möchte wie die Oma handarbeiten, sticken beispielsweise, war ein Kurs, ein Angebot in der Projektwoche, Sütterlinschrift war ein Angebot in der Projektwoche, Frakturschrift lesen war ein Angebot und wir sind beispielsweise, ich weiß, dass zum 75-Jährigen sind wir mit allen zweiten, dritten, vierten Klassen nach Dortmund ins Schulmuseum gefahren. Das heißt, wir konnten so etwas machen wie eine echte Projektwoche zu dem Thema. Das ist in diesem Jahr ein klein bisschen anders. Also erstens ist wegen der Corona-Pandemie überhaupt nicht absehbar, was wir wann mit den Kindern machen können. Zweitens ist turnusmäßig das Zirkusprojekt in diesem Jahr dran und wir werden das Zirkusprojekt als den wesentlichen Beitrag zum 100-jährigen Jubiläum haben. Und was ich mir sehr wünschen würde, wäre, wenn es möglich wäre, ehemalige Schüler und sei es nur 50 in einer großen Arena, wo eigentlich 400 reinpassten, wenn man die einladen könnte und die könnten zugucken, was unsere Kinder jetzt gemacht haben. Das heißt, Corona bedingt ein klein bisschen andere Formate in diesem Jahr zum 100-jährigen Jubiläum. Geplant ist, da freue ich mich sehr drauf, weil das für mich auch der persönliche Abschied ist sozusagen, ein Festakt in der Stadthalle hier zum 100-jährigen. Das ist Ende Juni, da könnte noch was draus werden. Ja. Dankeschön. Ja, wunderbar. Gut. So Kinder, aus dem Ganzen schneidet der Herr Jung 3 Minuten oder wie viel? 3 Minuten, ja? Das heißt, ihr wart jetzt 1,5 Stunden, ihr habt das ganz leer, ich sagte, antwortet ihr gleich, ja? Ihr wart 1,5 Stunden, habt ihr super mitgemacht und ihr habt dadurch ganz viel gelernt, wie entsteht Fernsehen und so, ja? Eine Nachrichtensendung, es wird ja in der aktuellen Stunde, in der Nachrichtensendung. In der Lokalzeit aus Duisburg, genau. In der Lokalzeit aus Duisburg, ne? Und jetzt nehme ich euch nacheinander dran. Lea hatte zuerst sich gemeldet. Ja, Lea. Also, meine Eltern möchten das im Fernseher aufnehmen oder gucken, sogar heute noch. Und wissen aber nicht, um wie viel Uhr und wann das kommt. Ja, deshalb habe ich das gerade angesprochen, Lea. Der Herr Jung muss ja jetzt daraus erst einen Film machen. Das geht nicht so schnell, dass das schon heute gleich im Fernsehen ist, ja. Er hat gesagt, das soll am Freitag in der aktuellen Stunde wahrscheinlich kommen. Oder Lokalzeit, Entschuldigung. In der Lokalzeit Duisburg. Also ihr müsst den WDR, ne? Westdeutscher Rundfunk, Lokalzeit Duisburg. Und ich glaube, die läuft immer ab 19.30 Uhr oder so weit um den Dreh. Ja, 19.30 Uhr. WDR 19.30 Uhr, aber du musst Duisburg, muss WDR Duisburg eingestellt sein, ne? Ja? Ich habe aber euren Eltern, oder nicht versprochen, aber ich werde euren Eltern, also Frau Schiller weiß das jetzt, Frau Pritschebeleck auch, Lachen, bei dir werde ich der Mama eine Mail schicken und bei dir werde ich das dem Papa gleich nochmal sagen, Lea. Okay? Ja? Also Freitag wahrscheinlich, 19.30 Uhr. Ja? Okay. 19.30 Uhr. Genau. Und wenn ihr jetzt das verpasst, ja, dann keine Sorge, Den Link, den besorge ich mir vom WDR und ich stelle das auf die Homepage, sodass ihr es also auch auf der Homepage gucken könntet. Ja? Ich weiß nicht, habt ihr das Radiointerview vor ein paar Tagen gehört auf der Homepage? So, wenn nicht, gleich, Kilian, Arbeitsauftrag, mach die Homepage auf. Vor ein paar Tagen habe ich News gehabt, da habe ich mit Studio 47 ein Radiointerview dafür gehabt. Das kannst du dir auf der Homepage anhören. Okay? So, Kilian, jetzt hattest du dich gemeldet noch. Ich wollte eigentlich das Gleiche fragen, weil es kommt. Alles klar. Und, aber ich wollte auch fragen, ob wir dann jetzt gleich gehen oder ob wir dann noch ein bisschen arbeiten. Nee, ihr geht jetzt gleich, weil ich euch auch nicht anders beschäftigen und beaufsichtigen kann. Der Raum wird ja auch gleich gebraucht. Und ich werde den Film übrigens heute noch drehen nachher, aber dann ohne Maske, ja? Den Film würde ich heute, ja, heute draufsetzen. Aber ich muss ja erst noch arbeiten und alles. Also es dauert, das wird erst am späten Nachmittag, am frühen Abend sein. Ja? Und dann kommt der Film heute mit dem Zylinder.
Alles klar. Könnte also heute Abend, vielleicht schaffe ich das gerade, Stella, dass das gerade so zu der Zeit ist, sonst musst du morgen gucken. Ja? Das ist jetzt nicht live, nein. Ne? Also du siehst, manches gibt es live und manches gibt es nicht. Vielleicht schaffe ich es ja, den Livestream von dir zu sehen. Ja, okay. Ja? Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr gekommen seid, Stella. Ja? Du kannst, du kriegst aber von mir den Arbeitsauftrag, das Bild zu Ende zu machen, Stella. Ja? Ist sogar fertig schon. Wenn es fertig ist, darfst du es hier liegen lassen. Ja? Kilian, wenn dein Bild noch nicht fertig ist, dann nimmst du es bitte mit und machst es zu Ende. Laren, du kannst dein Bild in die Notbetreuung nehmen, zu Ende machen. Und Lea, du nimmst dein Bild mit nach Hause und machst es dort zu Ende. Ja? Ich bin fertig. Wenn du fertig bist, kannst du es liegen lassen. Und ihr dürft das Schreibblatt mitnehmen und den Füller. Okay? Gut, Laren, dann gehst du rüber in die Notbetreuung. Ja? Müssen wir das Schreibblatt denn nächste Woche aufmachen? Nein, das braucht ihr nicht. Das ist eine Erinnerung. Und das zeigst du der Mama oder dem Papa und ihr sprecht mal drüber. Mal gucken, ob das Mama und Papa besser können als du. Vielleicht haben die ja Lust, selber so zu schreiben. Ja? Und ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle. Ne? So, bitteschön. Da ist jetzt gerade noch irgendwie ein Puschel runtergefallen. Ach so, ja. Der ist möglicherweise unter ihrem Pulli. Ja, da ist er gerade runtergefallen.